mal hier. Wie gesagt, festgefahren. Wir haben gekämpft. Da. Gekämpft wie bekloppt. Ja, hier seht ihr die Stöcke liegen. Und jetzt haben wir den ADAC gerufen, der jetzt unterwegs ist. Wir haben hier die Öse schon angeschraubt. Und dann kann der Kollege uns rausziehen, hoffen wir. Ist ja nicht weit, das sind vielleicht 10, 15 Meter bis zur Straße. Und es ist auch nicht steil, so arg. Und ja. Oh, ich höre was. Hier kommt der ADAC, glaube ich. Ja. Ja, mit einem großen LKW. Und der holt uns jetzt raus. So, hier ist er. Wir melden uns, wie es weitergeht. Willst du dann filmen? Willst du filmen? Ja, ich fange hier an. Achso. So, liebe Freunde, jetzt sind wir wieder befreit. Dank dem ADAC, der hat uns, wie ihr auch bestimmt sehen werdet oder gesehen habt, der hat uns rausgezogen. Also ich glaube, wir hätten da keine Chance gehabt, obwohl es überhaupt nicht gefährlich aussah oder schwierig aussah. Es war ein kleiner Hügel und eine nasse Wiese mit einem lehmigen Boden. Den lehmigen Boden haben wir vorher nicht gesehen. Und ja, wir dachten, hey, mit 140 PS komme ich da ja locker wieder hoch. Nein. Es hat ungefähr 2 Meter sind wir hochgekommen und der Rest... Wir sind 2 Meter hoch und 3 Meter wieder runter. Und dann, genau, und dann 2,5, 3 zurück. Und ja, dann haben wir ja probiert, das Ganze mit Stöckchen zu unterbauen und mit den Auffahrkeilen gearbeitet. Wir haben jetzt gerade gesagt, wir müssen uns solche Sandplatten holen, die es ja gibt, wo man dann quasi, wenn man im Sand steckt, unter die Räder macht, dass man besser Grip kriegt. Sowas werden wir uns auf jeden Fall noch zulegen. Weil man sieht auch, dass man im Pfälzerwald direkt vor der Haustür stecken bleiben kann. Also ich muss da nicht nach Nordafrika. Und gut, dass wir das hier alles ausprobieren. Ja, und jetzt habe ich heute, bevor wir losgefahren sind, habe ich die Penelope schön geputzt. Hast du gut gemacht. Ja, und jetzt sind wir natürlich hier mit Matschschuhen und so weiter rein. Der Snoopy ist auch dabei. Hier, seht ihr den? Der hatte wohl Angst, als ich da hochgefahren bin, dass er es auf dem... Mein Vater sitzt und hat richtig gezittert. Genau, der saß dann da und hat gezittert und hat Angst gehabt, weil natürlich das Auto stand echt schon, obwohl es gar nicht so steil war, aber es stand extrem schräg. Die Türen sind aufgefallen, man hat richtig Kraft gebraucht, um die Tür zu schließen. Also war schon außergewöhnlich und unerwartet. Aber schön. Gut, wir sind raus. Wir haben 2 Stunden geschuftet. Und dann beschlossen, dass der ADAC doch die bessere Variante ist. Und so war es auch. Der hat uns innerhalb von 10 Minuten hat er uns draußen gehabt. Und, aber der hat ja auch sich selbst erstmal gezogen. Genau. Zuerst hat die Penelope gebockt und hat das ADAC-Auto zurückgezogen mit der Winde. Und die Easy räumt jetzt gerade hier den Schrank auf. Ja, ja, da sind noch zu viele Sommersachen drin. Wir wechseln jetzt. Das wollte man eigentlich ja irgendwie machen, noch die Tage. Und sie fängt jetzt schon an. Genau. So, also, soweit dahin. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Oder wann immer auch das Video schönen seht. Tag. Schönen Tag. Und bis dahin. Namaste. So, das hier ist jetzt die Stelle, wo wir gestern eigentlich parken wollten, wo wir dann stecken geblieben sind. Wir haben
dann probiert mit Stöcken den Reifen zu unterbauen, um hier rauszukommen, aber hat immer nur durchgedreht. Und ja, so sieht es jetzt hier aus. Und wie gesagt, der ADAC hat uns rausgeschleppt gestern. Und da geht schon auf die Straße. Das sind, wie gesagt, 10, 15 Meter gewesen ungefähr. Und es ist auch nicht sonderlich steil, aber Penelope saß fest. Man sieht hier überall, wo wir uns eingebuddelt haben. Egal wie die Räder standen. Wir haben uns auch hier oben ein bisschen höher gekommen. Dann sieht man hier, überall haben wir uns eingebuddelt. Zurück. Dann standen wir. Schöne Aussicht.